Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Partner zu Pokémon Legenden Arceus. Ja! Beim letzten Mal haben wir hier einen Fangkrieg hier angefangen und den führen wir jetzt zu Ende. Nein, wir spielen einfach nur Fang mit einem kleinen Kind. Wir führen keinen Krieg. Okay, ich soll den Blicken der Statuen folgen. Eindeutig dieser Statue, die keinen Boden unter den Füßen hat. Und sich Bronzong nennt. Okay. Hat jedes von denen ein anderes Muster? Es hat alles ein anderes Muster, okay. Auf welche Muster muss ich denn jetzt achten? Wird mir das irgendwie gesagt? Augenscheinlich ja eher nicht. Ich muss die Troller jetzt hier drin finden. Steinchen? Mit Steinchen kann ich nichts machen. Ich komme. Ich finde dich. Ich krieg dich. Was soll ich tun? In der Folge sind drei Tafeln mit verschiedenen Mustern drauf eingelassen. Ja, Leute, was sagt uns das? Wo die Statuen hinschauen. Okay, Sonne, Stein und... ich nenne es mal Vogel. Ach nee, das ist ein Eismuster. Ich würde mal sagen Eis. Stein, Stahl. Ich habe, glaube ich, zuerst Stein gesehen. Ich muss aber auf die Statuen ja achten, ne? Letztes ist Eis, was ich hier sehen kann. Und hier ist Stein. Halt mal Stein, Eis. Nee, Stein, Stahl, Eis. Ich muss einfach nur gucken, in welche Reihenfolge sie hier die Richtung glotzen. Stein, Stahl, Eis. Habe ich halt kurz nicht drauf geachtet. Diesmal schon. Easy. Okay, da vorne glotzt wieder eine Statue. Eis. Dann Stein. Dann Stahl. Um Gottes Willen muss ich mir jetzt pick die Reihenfolge von vorne an. Okay. Stein. Und da kommt wieder Eis. Also Stahl, Stein, Eis. Würde ich jetzt mal so raten. Ich weiß halt nicht, ob es sich jetzt auf die letzten drei oder auf die ersten drei bezieht. Stahl, Stein, Eis. Ach nee, auch alle. Okay. Es fing, glaube ich, mit Eis an. Dann ging es zu Stahl. Ich muss einfach nur gucken. Nee, es fing mit Eis an, dann ging es zu Stein und dann zu Stahl. Eis, Stein, Stahl, Stein, Eis. Ich fange gleich an, mir aufzuschreiben. Stein, Eis. Nee, ich muss mir 10 Dinger merken. So, wie viel darf ich mir jetzt merken? Oder habe ich Glück und die steht jetzt direkt hier? Nope. Wo fängt der Schmarrn denn an? Um Gottes Willen. Eis. Stein. Verdammt, das fängt da hinten eigentlich schon an. Ich muss gucken, wo es anfängt.
Okay, es fängt mit Stahl an. Danach geht es zu Eis, dann zu Stein. Stahl, Eis, Stein, kann ich mir schon mal merken. Dann wieder Eis. Dann Stahl, wieder Stein. Stahl, Eis, Stein, Eis, Stahl, Stein, ne? Ja. Eis, Stahl, Stein, Eis, Stahl, Stein war es, ne? Die letzten zwei habe ich vertauscht. Ja. Habe ich die ersten beiden vertauscht? Einen Moment. Ach so, Stahl, Eis, Stein war es und nicht Eis, Stein, Stahl. Ich könnte es mir auch so merken. Stahl ist das vierte, nee, das fünfte und erste. Eis ist zweite und vierte und Stein dritte und sechste. Stahl, dann Eis. Stein, Eis, dann kam Stahl und dann Stein. Und irgendwer hat mich gerade angeschrieben, aber ich ignoriere das jetzt mal eben kurz. Als ob da ein Galagladi ist. Boah, ich will nicht auf das Trassler gucken. Ich will das da angucken. Ich will das da angucken. Das ist ein Level 70er. Den in meinem Team, das wäre eigentlich richtig geil. Und natürlich nicht, wenn er mich one-hittet. Wartet, dafür haben wir doch was. Los nach Tara. Stimmt, ja, Kampf-Psycho, ne? Eine fiese Kombination. Ich mache jetzt einfach Sturzflug. Pam. Ich wollte dich eigentlich fangen. Aber du hast meinen Pokémon so hart eingeheizt, da wollte ich den Kampf lieber schnell rum haben. Ich gebe den jetzt einfach Top-Tränke. Und nur für den Fall, dass ich jetzt gegen Wasserquill kämpfen muss. Jetzt bitte nicht nochmal so ein Stein-Statuen-Rätsel. Ich will mich noch mehr merken müssen. Danke, das war das Ende. Hab dich. Hast? Du sagst die Wahrheit. Ich werde ihn nämlich brauchen. Okay. Ich traue mich. Ich habe bestimmt das falsche Pokémon gerade. Okay, damit weiß ich schon mal, was ich als Gegner habe. Rihornio ist natürlich das Schlimmste. Danach Magbrand und dann Ilewoitek. Wenn ich die Reihenfolge sogar richtig. Ach du Kacke, direkt alle drei auf einmal. Und ich habe kein Boden-Pokémon dabei.
Ich wechsle erstmal zu Aquana und mach Magbrand weg. Wenn Nele Voltag es nicht instant schafft, meine Aquana auszurotten, versuche ich sogar die Horn hier noch ein bisschen Schaden mitzudrücken. Magbrand ist nur Level 30? Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Die sind alle nur Level 30. Ist ja richtig easy. Ach, meine Hassattacke, Donnerwelle. Dann glaube ich, dass das langsamste Pokémon am meisten angreift. Nee, Rionia ist Level 50. Okay, ich versuche Rihornia noch eine mitzugeben. Wenn ich Elevoltag komme ich easy klar. So, dann nutze ich jetzt einfach Silvaro. Und belebe meine Aquana wieder. Also nur das Rihornia war stark. Die anderen beiden waren eine absolute Lappen. Och, diese scheiß Donnerwelle. Warum nutzen die alle? Hier, Futter meine Aurasphäre. Ich vergaß, dass die immer trifft. Immer diese Paralyse. Ich weiß, es gibt am Arena Bären. Hab beides gewonnen. Ich komme, was das will. Und dann fliege ich endlich. Aber vorher ja, sollte ich meine Aquane noch mal eben kurz vollheilen. Wenn ich schon dabei bin. So, sollte so reichen. Ja. Dieser Sabi gefällt mir schon mal viel besser als der vorherige Herrscher. Also Helfer des Meisters. Ich soll gegen Wasserquill kämpfen, wusste ich doch. Und ich habe das falsche Pokémon draußen. Obwohl, Eissturm sollte eigentlich auch gut funktionieren. Spukball und das andere funktioniert ganz gut. Ich habe keine Attacke, mit der ich doppelt angreifen kann, also Spukball. Sturzflug, das wird ein kurzer Kampf. Wasserquill ist nicht besonders schlau. Sturzflug ist so eine Attacke, die man eigentlich nie nutzen sollte. Weil die absoluter Müll ist. Hallo? War doch nicht Spaß. Ach, du bringst mir jetzt, was das für ein Lied bei. Das ist irgendwie immer das gleiche Lied. Und jetzt kann ich fliegen. Und hab die Wolkentafel bekommen. War ja eigentlich klar, vom Flug-Pokémon kriege ich von natürlich die Wolkentafel. Und die Eistafel kriege ich von Aktilis. Aktilas, Entschuldigung. Ich freue mich
Ich habe jetzt eigentlich alles, was man braucht. Wahrscheinlich könnte ich damit auch in diesen Riss reinfliegen. Ich denke eher ersteres. Vor allem bin ich erst seit kurzem hier. Böses Kind. Sonst denkst du auch nie nach. Dieses Kind. Ach, ist die Höhe interessant dafür oder wie? Ich brauche Perma-Eis. Wo finde ich das denn? Okay. Klingt doch einfach. Was, Kasper? Wenn das jetzt auch noch irre schnell ist, dann ist es das Beste von allen. Ich weiß jetzt nicht. Kann ich es einfach so rufen? Ja. Let's go. Alter, das ist genauso schnell wie das erste. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Alter, das ist richtig schnell. Aber die Höhe ist offenbar entscheidend für das Pokémon. Also man kann es nicht immer benutzen. Ist auch gut durchdacht. Dann setzt man es wenigstens nicht durchgehend ein. Knirschmineral, sowas brauche ich tatsächlich. Dann weiß ich jetzt auch, wo ich das finde. Mein Telefon. Jetzt rastet was aus, ne? So, das Perma-Eis habe ich. Er ist raufgeklettert. Ich habe sehr viel Entschlossenheit. Okay, diesen Kampf führen wir aber erst beim nächsten Mal. Sage ich euch jetzt schon. Okay. Ich darf nicht hier runterspringen. Okay. Ich nehme das persönlich. Sind auch nur 200 Meter. Das kann ich easy das nächste Mal von hier aus fliegen. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Abo da lassen, Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.